weg, Kackschwein. Ja, das stimmt aber auch. Also mit 0 und 1 ist es vor allem bei Super Mario. Weil da hat er immer so eine Anlaufphase. Also da ist auch echt angenehmer, wenn der direkt Vollgas gibt. Vollgas. Ach komm. Das ist doch alles Hundekacke hier. Lulu. Wir haben jetzt auch mal wieder mit Game of Thrones angefangen und wir wollten jetzt eigentlich auch mal fertig gucken. Weil wir hatten ja mal, also wir hatten vor einiger Zeit mal angefangen und da haben wir irgendwie nur bis zur zweiten Staffel die 7. Folge geguckt oder 8. Folge. Und dann haben wir irgendwie aufgehört und jetzt habe ich mir 1 bis 4 Staffel gekauft, weil die 1. bis 2. war nur ausgeliehen. Und da habe ich dann, genau, da haben wir jetzt wieder neu angefangen und wir sind jetzt mit der 1. Staffel sind wir durch. Yay! Weil das war halt schon so lange her. Ich habe jetzt auch bei der 1. Staffel, die wir jetzt geguckt haben, waren so viele Sachen, wo ich mir dachte, das ist passiert. Also ich konnte mich da echt an kaum noch Sachen erinnern. Deswegen wäre das total sinnlos gewesen, wenn wir dann bei der 2. Staffel einfach weitergemacht hätten. Ach. Gibt es eigentlich einen Unterschied von den Seilen her? Ich finde es irgendwie angenehmer, das linke Seil zu nehmen, aber wenn das rechte Seil einfacher zu besteigen ist, würde ich das natürlich nehmen. Ich denke mal, die haben das einfach nur rüber gespiegelt. Falls man sowas machen kann, ich denke mal schon. Brumm. Schon wieder! Drecks, Hure. Und jetzt in meiner Hand eine schöne Parodie von Voyage, Voyage. Stimmt! Das habe ich auch gesehen. Ach Mann. Können wir erstmal was trinken? Lecker. Guten Hunger, Shen. Bei uns gab es heute Mittag Pfannengerichte. Ich hatte irgendwie so eine Asia-Gemüse-Curry-Pfanne oder sowas von Froster. Da habe ich mir noch ein paar Nudelchen dabei gemacht. Der ist jetzt noch weit übergeblieben. Das werde ich mir dann heute Abend nach dem Stream reindonnern. Und Dennis hatte eine Steakhouse-Pfanne. Die hat auch sehr gut gerochen. Ich hab nicht probiert, aber ich denke mal, die wird schon geil schmecken. Ach. Ich weiß nicht, momentan stehe ich irgendwie so total auf so Froster-Gerichte. Weiß auch nicht warum. Was habt ihr denn auch morgen so vor? Ich habe morgen an sich, also draußen, nichts vor. Aber ich wollte mal ein paar meiner Pflanzen umtopfen. Ich habe nämlich am Freitag schon neue Blumentöpfe gekauft. Größere, weil die alle ein bisschen eng werden da. Und dann habe ich noch Erde gekauft, um das aufzufüllen. Und dann wird da mal ein bisschen rumgematscht. Also das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja. Ich habe mir noch ein paar mehr Sachen aufgeschrieben.
Aber das ist mehr nur so ein richtiger Haushaltskram. Für die Uni weitermachen. Hört sich ja sehr spannend an. Und sehr spaßig auf jeden Fall. Ach. Ich bin jetzt schon so oft gestorben, aber ich habe immer noch gute Laune. Das ist schön. Wir sind ja schon... Sind wir echt schon 40 Minuten hier dran? Ne, 20. 40 Minuten bin ich online. Es wäre traurig, wenn ich jetzt schon 40 Minuten hier dran wäre. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich immer zu weit nach links springe. So wie jetzt, wo meine Nase läuft. Ich habe keine Taschentücher hier, das ist scheiße. Oder? Ich werde mir gerade mal ein Taschentuch holen. Da knallt sie einfach die Tür zu. Ich glaube, ich habe die Kopfhörer falsch rum auf. Oder? Ja. Das ist ja wichtig, dass ich weiß, woher die Schweine kommen. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen von meinem Lippenstift abgeschmiert, aber egal. Oh, mit einer Freundin kochen. Genau, was wird denn gekocht? Wenn es in einem Level Grund zur Wut und Traurigkeit gibt, dann hier. Das stimmt, aber jetzt momentan ist es noch nicht der Fall. Ich bin noch guter Dinge. Noch. Ich glaube, das ist besser, wenn ich dann direkt einfach wieder abspringe von dem Seil, als dass ich versuche, ein Stückchen da drauf zu laufen. Ich glaube, das ist besser. Auch wenn ich nur so einen kleinen Hüpfsprung mache. Du Schwein, du. So, so weit waren wir noch nicht, ne? Scheiße. Ja, ja, ich spiele aber nicht auf dem PC, Rick. Kartoffelpuffer machen, aber da mein Bruder erst heute Abend kocht, macht das keinen Sinn. Also ein Tiramisu. Das ist auch gut. Aber Kartoffelpuffer sind schon geil. Und ich esse die ja gerne mit Marmelade. Mit schwarzer Johannisbeermarmelade. Ich weiß nicht warum, alle essen die irgendwie gerne mit Apfelmus. Aber ich esse die gerne mit Marmelade. Meine Oma hat die... Ich glaube, ich habe das erste Mal bei meiner Oma gegessen und die hat die halt mit Marmelade gegessen. Da habe ich der das nachgemacht und dann... Lecker. Achso, hatte jemand meinen. Weil da hat niemand was zu geschrieben. Muss ich mal nachfragen. Hatte jemand den Endkampf von meinem Let's Play bei Spyro gesehen gegen Ripto im zweiten Teil? War es im zweiten? Ja, ich meine, im zweiten war das gewesen. Ja. Im zweiten. Hatte ich nämlich einen Glitch. War lustig. Hatte das jemand gesehen? Da habe ich auch so ganz merkwürdig gelacht, habe ich dann im Nachhinein gesehen.
Boom! Nein! Das sind immer so blöde Fehler, die ich hier mache, ne? Weil da hinten ist, das ist halt klar, die eine Stelle, ich musste auf dem Seil laufen oder halt mit voller Pulle daran hacken. Kartoffelpuffer esse ich mit Marmelade, anstatt mit Apfelmus. Ich mache so gerne, also ich mache nicht gerne Kartoffelpuffer, weil die ganze Bude dann immer danach stinkt, weil es ist halt, wir müssen halt in richtig viel Fett gebraten werden und nee, die Bude stinkt danach noch 3 Wochen oder so. Und vor allem haben wir hier keine Dunstabzugshaube, dann ist es noch schlimmer. Ich habe irgendwas mit Ekel gelesen. Moment, ich muss erstmal hier durchkommen jetzt. Bleib stehen! So. Auf das Seil und runter. Nein, ich wollte doch. Verdammt. Ihr ekelt mich an. Kartoffelkuchen mit Apfelmus. Und deine Bolognese verschlechterst du mit Parmesan, ne? Nee. Nee, da kommt Parmesan, weiß ich nicht. Nee. Da kommt kein Parmesan drauf. Oder rein. Mit CDR habe ich mir dann kürzlich eine gebrauchte Xbox 1 für 120 gekauft und bei Gelegenheit auch Spyro dazu durchgezockt. Aber dann ging der Controller kaputt. Das ist blöd. Jedes Mal unzufrieden und wollte sie loswerden. Ich weiß nicht, ich habe so... Das Einzige, was ich so Xbox-technisches habe, also was in die... Es ist eigentlich schon Xbox, ist der Controller für den PC, weil der halt super geil ist, weil der von jedem Spiel einfach erkannt wird auf dem PC. Also jedenfalls im Steam. Das ist das Einzige, was ich so Xbox-mäßiges habe. Aber so, so richtig. Weiß nicht, reizt mich irgendwie so gar nicht eine Xbox, ne? Eine Switch reizt mich auch überhaupt nicht. Oh, das Bier, es meldet sich. Wenn Dennis dann irgendwann mal einen Führerschein hat, muss man auf jeden Fall immer einen Kasten Porter groß haben. Scheiße. Nee, ich glaube normalerweise isst man auch Apfelmus dazu einfach. Oder vielleicht ist es in Hessen anders, weil da kommt mein Vater, also die Familie von meinem Vater kommt daher. Dass es in Hessen anders ist als sonst wo auf der Welt.